Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich habe jetzt eine Eingabe bekommen, offensichtlich von der geistigen Welt, eine neue Videolegung anzubieten, wo es darum geht, um die Frage kurz und knapp zu beantworten, was denkt und fühlt mein Herzensmann? Und dazu habe ich die Eingabe bekommen, hier das Engel der Liebe-Orakel auszulegen und drei Karten hier zu ziehen, was er denkt und was er fühlt. Anlässlich dieser Idee, dieser Eingabe, habe ich mir überlegt, dass ich dieses Video oder so eine Videolegung jetzt zukünftig auch anbiete. Wenn du also nur wissen möchtest, was dein Herzensmann denkt und fühlt, wird es so ein Video geben, dass es um 20 Euro statt 30 Euro geben wird. Normalerweise kostet eine Videolegung 30 Euro. Aber da das eine sehr kurze Videolegung sein wird, wo es wirklich nur um die Gedanken und die Gefühle des Gegenübers geht, wird es diese Legung um 20 Euro geben. Ja? Aber ich habe jetzt noch ein Zuckerl für euch. Für alle, die bis kommenden Montag diese Legung buchen, bekommen das Video um 15 Euro statt 20 Euro. Ja, also das ist hier jetzt der Einführungspreis bis kommenden Sonntag. Wir schauen uns hier nur die Gedanken und die Gefühle des Herzensmannes dir gegenüber an. Ja, und dazu ziehe ich jetzt mal drei Karten für die Gedankenebene. Und drei Karten für die Gefühlsebene. So, die lege ich jetzt mal weg. Die Gedankenebene, da haben wir Trennung. Eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Das kann jetzt sein, dass dein Gegenüber hier wirklich die Trennung zu dir im Kopf hat oder die Trennung zu einer Partnerin, die er hier noch hat. Wenn jetzt also dein Wunschpartner zum Beispiel jetzt noch eine Partnerin hat, denkt er an die Trennung nach. Kann aber auch an die Trennung zu dir sein. Aber wie gesagt, wenn es die Trennung von dir betrifft, ist das eine vorübergehende Trennung. Schauen wir uns aber noch die weiteren Karten an. Neue Liebe. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt und unerwiderte Liebe. Die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Das, also anhand dieser drei Karten kann ich schon mal sagen, dass dein Gegenüber darüber nachdenkt, sich von einer möglichen Bindung, die er aktuell noch hat, zu trennen. Weil es dich gibt. Weil hier eine neue Liebe gekommen ist. In dem Fall bist es du. Wenn aber dein Wunschpartner hier wirklich keine Partnerin hat, ja, trennt er sich von dir, weil er hier vielleicht vor kurzem jemanden kennengelernt hat. Aber zu dieser Person ist die Anziehungskraft nicht so stark, ja, zu dieser neuen Liebe. Und wie gesagt, wenn dein Partner, dein Wunschpartner jetzt eine Partnerin noch hat, wird er sich trennen, weil du hier quasi seine neue Liebe bist und die Anziehungskraft zu seiner Partnerin hier nicht stark genug ist. Oder es kann natürlich auch sein, dass er denkt, er muss sich trennen, weil es eben dich gibt, aber er hat das Gefühl, dass du diese Liebe nicht erwiderst, dass die Anziehungskraft und die Chemie nicht ausreicht für das Ganze. Das kann es auch sein, dass er sich von dir eben trennt, weil er merkt, dass vielleicht die Anziehungskraft nicht so stark ist. Das sind aber die Gedanken, ja. Es kann auch sein, dass er sich auch nur einredet, dass es hier keine Gefühle gibt. Das sind mal die Gedanken. Schauen wir uns die Gefühle an. Hier haben wir die Karte Verspieltheit. Um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Also die Gefühle sind schon so, dass er hier sehr verspielt ist, sehr locker ist, alles easy. Dann haben wir noch den Rückzug. Es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen.
Ja, also er wird hier auch, was seine Gefühle, also was die Liebe betrifft, wird er sich zurückziehen. Er sieht das Ganze eher noch hier als locker, also auf der emotionalen Ebene. Ja, gedanklich sieht man ja schon, dass er auch hier denkt, dass hier zu wenig da ist für eine Liebe. Ja, dass er das eher lockerer sieht und eben hier auch die Gefühle nicht so recht zulässt, hier in den Rückzug geht. Und wir haben, gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Große Liebe ist es wert. Das heißt ja schon, dass Gefühle da sind. Aber er denkt offensichtlich wirklich, dass es einfach zu wenig ist. Ja, dass zu wenig Gefühl da ist. Das ist der Kopf. Der Kopf sagt, dass einfach zu wenig von diesen Gefühlen da ist. Aber die Gefühle sind trotzdem da. Ja, man steht ja hier oben. Große Liebe ist es wert. Aber auf emotionaler Ebene zieht er sich zurück, lässt er das Ganze noch nicht zu, weil er eben wahrscheinlich wirklich denkt, es ist zu wenig. Ja, er weiß schon, dass du hier seine neue Liebe bist. Und es kann aber sein, dass er wirklich vom Kopf her denkt, er muss sich hier von dir trennen, weil eben das zu wenig ist. Das ist aber der Kopf, was ihm da im Wege steht. Ja, das Herz sagt schon, dass er sich Mühe geben soll. Ja, dass es große Liebe ist. Aber wie gesagt, der Kopf steht hier noch im Weg. Das ist eben jetzt mal der aktuelle Stand, was er denkt und was er fühlt. Und so eine Legung biete ich jetzt zukünftig, wie gesagt, um 20 Euro als Video an. Wir schauen auf die Gedankenebene, auf die Kopfebene und wie gesagt, das gibt es um 20 Euro normal. Wenn du aber bis kommenden Montag buchst, bekommst du genau diese Legung um 15 Euro statt 20 Euro. Ich bin mir sicher, die geistige Welt hat sich etwas überlegt, warum ich diese Eingabe bekommen soll, habe das natürlich auch gleich in die Tat umgesetzt und ja, wer weiß, für was das jetzt gut ist. Ich freue mich auf eure Buchungen. Vielleicht kann ich einigen damit helfen, ja, dass das vielleicht auch der Grund ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Legung in Anspruch nehmt und ja, alles, alles Gute.